Guten Tag und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Herztöne, der digitalen Veranstaltungsreihe des Herzzentrums der Universitätsmedizin Göttingen. Mein Name ist Christine von Arnim und ich bin die Direktorin der Abteilung Geriatrie an der UMG. Heute darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zum Vortrag mit Herz und Hirn erfolgreich altern. Die Menschen in Deutschland werden immer älter. Was Sie hier animiert sehen, ist die Prognose des Statistischen Bundesamts für die nächsten 50 Jahre. Sie sehen, der Anteil der Menschen, die über 60 Jahre alt sind, wird immer größer und ebenso wird der Anteil der über 90-jährigen Menschen immer weiter zunehmen. Wichtig für uns ist nun, wie können wir diesen Lebensabschnitt, der immer für immer mehr Menschen wichtiger wird, auch mit guter Lebensqualität aktiv gestalten? Dazu wissen wir, dass die kognitive Fitness und ein gesundes Herz ganz wesentlich zum gesunden Älterwerden beitragen. Jetzt ist die Frage, wie können wir dafür was tun? Andersrum schauen wir uns jetzt erstmal an, was sind denn die Risikofaktoren, die dazu beitragen, dass unser Herz und unser Gehirn im Alter nicht mehr so funktionieren, wie wir uns das wünschen. Die Risikofaktoren für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind schon lange bekannt. Hier wird sehr viel Öffentlichkeitsarbeit betrieben und auch ich gieße hier heute Wasser auf die Mühlen. Die amerikanische Herzgesellschaft hat es sehr schön zusammengefasst zu den sieben einfachen Regeln des Lebens und die Risikofaktoren benannt. Hier der Reihe nach Rauchen, Bluthochdruck, Cholesterin. Sie sehen hier, es sollte möglichst viel des guten HDL-Cholesterins und möglichst wenig des schlechten LDL-Cholesterins in Ihrem Blut vorhanden sein. Diabetes, Ernährung. Ernährung in dem Sinne, dass wir wissen, dass eine Mittelmeerdiät, nennen wir es mit reich mit fettarm, mit ungesättigten Fettsäuren und arm an Salz für die Herzgesundheit zuträglich ist. Ebenso, und hier gehört das Übergewicht dazu. Auch Übergewicht ist ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und ganz zum Schluss, aber auch ganz wichtig, ein Punkt, auf den wir sehr viel Einfluss haben, ist die körperliche Inaktivität. Wie kommen wir jetzt von den Risikofaktoren für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu den Risiko für die Demenzerkrankungen? Oder stelle Ihnen jetzt hier eine Studie vor, bei der Menschen im Alter von 50 Jahren bezüglich dieser Simple Seven Herz-Kreislauf-Risikofaktoren befragt wurden. Und es gab hier für jeden dieser Punkte 0 bis 2 Punkte auf der Skala. Und Sie sehen, es gab hier Menschen, wenige Menschen, die es wirklich geschafft haben, die vollen 2 Punkte in allen 7 Bereichen zu erhalten. Und die meisten Menschen waren so im Alter von 50 hier mit 1 bis 2 Punkten unterwegs. Weniger Menschen hatten wirklich ausgeprägte Risikofaktoren, haben gar keine Punkte oder nur einzelne Punkte in einzelnen Bereichen erhalten. Und wenn man sich dann anschaut, und das haben diese Forscher hier gemacht, 25 Jahre später, wie häufig war Demenz aufgetreten bei den Menschen, die diese Risikofaktoren hatten? Und da können Sie hier von unten nach oben genau sehen, sozusagen Demenzrisiko bei Menschen, die sich so im mittleren Risiko an diese Herz-Kreislauf-Risikofaktoren gehalten haben, war bei 1. Sie konnten es, wenn Sie sich da sehr gut dran gehalten haben, ein wenig senken, Ihr Demenzrisiko, wobei da die Bandbreite relativ hoch war. Aber was man hier ganz deutlich sieht, ist, dass je mehr Herz-Kreislauf-Risikofaktoren vorhanden waren, umso stärker stieg das Demenzrisiko bis zu fast fünffach an. Das sind wirklich eindrucksvolle Zahlen. Das heißt, die Herz-Kreislauf-Gesundheit ist ein wichtiger Risikofaktor für Demenzerkrankungen. Und passend dazu kamen jetzt in diesem Jahr die neue Stellungnahme zu den Risikofaktoren bei Demenzerkrankungen von der Lancet Commission raus, die dann auch letztendlich Einzug in die Empfehlungen der WHO gefunden hat. Und wenn Sie das hier vergleichen, ich habe es hier in Fett markiert, sind die Risikofaktoren Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht und Inaktivität, Risikofaktoren, die hier zu wesentlichen Teilen im Lauf des gesamten Lebens, Sie sehen hier die Lebensspanne aufgetragen, von Geburt bis hin zum späteren Leben, sehen Sie hier, dass die Risikofaktoren Bluthochdruck,
Übergewicht, Rauchen und Diabetes sowie die körperliche Inaktivität, alles Risikofaktoren sind, die im Laufe des Lebens auch ihren addiert relativ hohen Beitrag zum Risikofaktor Demenz beitragen. Von den 40% potenziell veränderbaren Risikofaktoren der Demenz kommen neben den Herz-Kreislauf-Risikofaktoren noch Risikofaktoren dazu, die direkt am Gehirn angreifen. Das ist hier die frühkindliche oder frühe Bildung im Leben, die hier wesentlich dazu beiträgt. Und im Laufe des Lebens dann auch ein großer Aspekt ist die Schwerhörigkeit. Schwerhörigkeit ist mit der damit verbundenen sozialen Isolation, die oft dann auch mit depressiver Stimmungslage einhergeht, dann gerade im späteren Lebensverlauf ein wichtiger Risikofaktor für Demenz. Direkt am Hirn greifen auch die Schädelhirntraumata an und jetzt in diesem Jahr nochmal neu mit aufgenommen wurden die Risikofaktoren Alkohol. Alkohol in dem Sinne übermäßiger Alkoholkonsum, definiert als über 7/4 Wein pro Woche, und Luftverschmutzung. Wenn wir jetzt die Risikofaktoren kennen, können wir daraus auch folgern, was können wir vorbeugend tun. Und ich habe das hier mal die 4 Säulen der Prävention genannt und so zusammengefasst, weil im Endeffekt beruht das, was wir Gutes tun können für unser Gehirn und unser Herz, auf diesen 4 Säulen: körperliche Aktivität, geistige Aktivität, soziale Aktivität und Ernährung. Und jetzt gehen wir ganz konkret in die Schritte, die jeder für sich tun kann. Ich habe es jetzt auch noch mit entsprechenden Studien teilweise untermalt. Was wissen wir? Wir wissen, die Mittelmeerdiät, sogenannte, wirkt vorbeugend. Das wissen wir aus Beobachtungsstudien. Die erste Beobachtungsstudie hierzu ist eine Längsschnittstudie. Das heißt, Menschen wurden über 4 Jahre lang befragt. Und zwar waren das eben Menschen in New York, über 2200 Menschen, die gefragt wurden, inwiefern sie sich an eine mediterrane Ernährung halten, auf einer Skala von 0 bis 9. Und das umfasste viel Fisch, Olivenöl, Knoblauch, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreideprodukte, aber auch wie gering im Endeffekt der Anteil war an Fleisch, Milchprodukten und Alkohol. Wobei geringer Alkoholkonsum, vornehmlich Rotwein, auch ein gewisser protektiver Effekt zugesprochen wird. Und was in der Studie ganz eindrucksvoll war, dass jeder zusätzliche Punkt mit einer Reduktion des Alzheimer-Demenz-Risikos um 9% assoziiert war. Und wenn Sie das zusammenzählen, das ist schon ein eindrucksvoller Effekt. Die Studie ist inzwischen an über 35.000 Menschen weltweit, auch mit im Endeffekt anderen Diäten, die aber die gleichen Inhaltsstoffe haben, bestätigt worden. Und die Arbeitsgruppe und andere haben das dann auch prospektiv bestätigt. Schön finde ich hier die Studie, die dann auch Mittelmeerdiät verschrieben hat, also wirklich interveniert hat und das aktiv empfohlen hat und auch gesehen hat, Mittelmeerdiät wirkt vorbeugend. Das war eine Studie in Spanien mit Menschen, Männer über 55, Frauen über 60, die bereits ein hohes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatten. Im Endeffekt den Diabetes oder 3 dieser Risikofaktoren hier. Und diese Menschen wurden dann zufällig in eine von 3 Gruppen eingeteilt. Einmal war das eine sogenannte Kontrolldiät. Das heißt, ihnen wurde gesagt, ernähren Sie sich gesund, wenig Fett, viel Obst und Gemüse. Und die anderen beiden Gruppen wurde empfohlen, sich an eine mediterrane Diät, wie ich sie Ihnen gerade aufgezählt habe, zu halten. Und in der einen Gruppe wurde denen noch zusätzlich 1 Liter Olivenöl pro Woche dazugegeben. Und die andere Gruppe hat noch 1 Handvoll Nüsse jeden Tag dazu bekommen. Die Studie war über einen langen Zeitraum angelegt und wurde dann eben nach 5 Jahren abgebrochen. Aus ethischen Gründen, weil, wie man hier sieht, war die Kontrolldiät mit einem höheren Risiko verbunden, kardiovaskuläre Ereignisse, hauptsächlich Schlaganfall und Herzinfarkt, zu erleiden. Und durch diese mediterrane Diät, egal ob Sie jetzt den Liter Olivenöl dazu genommen haben oder die Nüsse, hat sich eine 30%ige Risikoreduktion ergeben. Und in der Nachuntersuchung an einigen von denen, die teilgenommen haben, hat sich auch gezeigt, dass sich in der Gruppe die mediterrane Diät, auch wie wieder hier beides, entweder Nüsse oder Olivenöl dazu, zu sich genommen hat, eine deutlich bessere kognitive Leistung in
eine Hirnleistungsdiagnostik gefunden hat. Das heißt, die waren dann auch, konnten sich besser erinnern, waren schneller, um Aufgaben zu bewältigen, sodass hier auch nochmal eindrucksvoll ein prospektiv-präventiver Aspekt gezeigt werden konnte. Wie sieht die nächste Säule aus? Körperliche Aktivität. Auch hier stelle ich Ihnen nochmal die Daten vor, erstmal aus Bewegungsstudien, was und in welchem Umfang macht hier eigentlich Sinn. Aus den Beobachtungsstudien, sozusagen in denen Menschen im jungen bis mittleren Lebensalter beobachtet wurden und dann befragt wurden, später hat sich eine Demenz entwickelt, weiß man, dass mindestens einmal pro Woche Sport bis hin zu über 2,5 Stunden pro Woche und Sport, bei dem man auch ins Schwitzen kommt, im Alter von 30 bis 60 Jahren, zu einem geringeren Risiko führt, an einer Demenz zu erkranken 25 Jahre später. Besonders wirksam oder besonders eindrucksvoll zeigt sich der Aspekt bei Menschen, die schon eine Herz-Kreislauf-Erkrankung haben. Darauf aufbauend hat man dann auch versucht, aktiv Menschen dazu zu bringen, sich zu bewegen oder in bestimmten Studien aktiv zu sein. Da zeigen sich insgesamt über alle Studien geringe Effekte, aber tendenziell immer positive Effekte. Und wenn man da nochmal versucht rauszukristallisieren, was sind die Effekte? Es ist ausreichend lange Dauer. 12 bis 24 Monate sind die Studien, die die meisten Effekte gezeigt haben. Und mindestens 45 bis 60 Minuten pro Sitzung. Am effektivsten waren Trainings mit mittlerer bis hoher Intensität, mit aerobem Training, das heißt Gehen, Joggen, Radfahren, Schwimmen. Aerob, einfach übersetzt, heißt, dass Sie können sich während des Sports noch unterhalten mit Ihrem Nachbarn, kombiniert mit Krafttraining. Und Dehnungsübungen brachten nur in Kombination und wenig Effekt. Zum Beispiel Yoga hatte alleine gar keinen Effekt. Und besonders gut, und das finde ich auch wieder eine tolle Take-Home-Message im Endeffekt, es ist nie zu spät. Besonders gute Effekte, gerade bei den Trainingsstudien, haben sich bei über 80-Jährigen gezeigt. Soziale Aktivität, ein wichtiger Faktor, eine ganz wichtige Säule. Wie sieht es hier aus? Im Endeffekt können Sie es auch zusammenfassen, raus aus der sozialen Isolation. Die Beobachtungsstudien haben gezeigt, Verheiratete haben ein geringeres Demenzrisiko als Singles. Tanzen zeigt positive Effekte aufs Gedächtnis, was natürlich in Kombination mit dem Vorhergesagten, bleiben Sie körperlich aktiv, eine tolle Sportart ist, weil Sie hier soziale Interaktion und körperliche Aktivität zusammen ausüben. Soziales Engagement ist protektiv. Und insgesamt ist es hilfreich, sozusagen Stress zu vermeiden, wobei eben auch soziale Isolation oft eben mit diesem Stressfaktor einhergeht. Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, die Schwerhörigkeit an sich ist ein häufiger Risikofaktor für die soziale Isolation und verdoppeltes Demenzrisiko. Und da nochmal ein ganz wichtiger Appell, Hörgeräte haben wirklich große protektive Effekte bezüglich Demenzprävention und sollten auch frühzeitig eingesetzt werden, weil nicht nur das Ohr hört schlechter, sondern auch das Gehirn verlernt zunehmend das Hören. Und hier aktiv dran zu bleiben, ist einfach hilfreich. Und lassen Sie uns nun zur letzten Säule kommen, die geistige Aktivität. Hier ist das Credo geistig aktiv von Anfang an. Sie haben es gesehen am Anfang auf dieser Schlange über die Lebensspanne, dass gute Bildung im Kindes- und Jugendalter ein guter Schutzfaktor vor Demenz ist. Aber auch in anderen Studien hat man gesehen, dass lebenslange Aktivitäten wie Reisen, Musizieren, Malen, Lesen, Fremdsprachen lernen auch gut fürs Gedächtnis im höheren Lebensalter sind. Aus den beruflichen Anforderungen weiß man, dass insbesondere Berufe, die mit sozialen Kontakten verbunden sind, auch positiv sind und präventiv bezüglich Demenzerkrankungen im Alter. Aus eigenen Studien haben wir gesehen, dass wer gerne und viel puzzelt oder Karten oder Brettspiele macht, auch bessere kognitive Leistungen im Alter hat. Wenn man das jetzt, so wie ich Ihnen vorhin die Daten aus den Bewegungsstudien gezeigt habe, versucht zu übertragen auf aktive Interventionsstudien, das heißt ein Programm, mit dem ich jetzt trainiere, sei es am Computer oder ein bestimmtes Spiel, das ich spiele, hat sich in allen Studien gezeigt, dass diese Effekte eher gering sind. Auch hier wieder ist es immer ein Trend vorhanden. Es ist sicher sinnvoll, was zu machen.
Aber es gibt nicht ein einzelnes Programm. Und was wir eben gesehen haben in einer Studie ist, dass in der Befragung, was Menschen alles machen, die Menschen, die vielseitig aktiv sind, neugierig bleiben, verschiedene Dinge machen, insgesamt eine bessere kognitive Leistung über die Zeit zeigen. Wenn man jetzt zusammenfasst und sagt, viel hilft viel und ich schmeiß einfach mal alles zusammen, noch mehr. Also ich bin vielseitig geistig aktiv, sozial aktiv, ernähre mich gesund und körperliche Aktivität. Was bringt mir das dann? Und da gibt es jetzt eine sehr gut gemachte Studie aus Finnland, die sogenannte Finger-Studie, finnisch-geriatrische Studie. Was haben die gemacht? Die haben alles miteinander kombiniert. Da gab es Ernährungsberatung, Einzel- und Gruppenernährungsberatung. Zusätzlich wurde empfohlen, weil in Finnland wenig Sonne scheint, zusätzlich Vitamin, im Winter wenig Sonne scheint, zusätzlich Vitamin D zu nehmen. Und Menschen, die keinen Fisch mögen, wurde empfohlen, Fischölzusätze einzunehmen. Dann wurde ganz aktiv Sport getrieben. Das war mehrmals die Woche intensives Sporttraining. Ebenso dann auch kognitives Training, auch hier mehrmals die Woche in der Gruppe, aber auch zusätzlich zu Hause. Und was die hier noch zusätzlich gemacht haben, war eine engmaschige Behandlung der vaskulären Risikofaktoren und medizinische Betreuung der Dinge, die man nicht nur durch Training, sondern möglicherweise auch durch Medikamente oder weitere Empfehlungen in den Griff kriegen kann. Da haben über 1000 Menschen, Risikopatienten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, über 60 Jahre teilgenommen. Und die erste Auswertung nach 2 Jahren wurde inzwischen auch schon publiziert. Und diese prospektive Studie mit multimodalem Ansatz zeigte einen positiven Effekt auf die Kognition. Das heißt, vor allem hat sich die geistige Flexibilität und Geschwindigkeit verbessert. Die Studie ist längerfristig angelegt und wir erwarten in den nächsten 1-2 Jahren dann auch die Langzeitergebnisse. Ebenso hat die Studie jetzt auch weltweit Ableger bekommen, sodass es in Variationen auch in ganz vielen Ländern jetzt aktiv untersucht wird, was man eben auch noch im Alter über 60 Jahre für die weitere geistige und Herzgesundheit tun kann. Und wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, können Sie sich so Ihr gesundes Haus fürs Alter bauen, indem Sie die Dinge aktiv angehen, körperlich, geistig und sozial, sowie auf eine gesunde Ernährung achten und zusätzlich die Dinge, die man auch nicht aktiv beeinflussen kann, sozusagen das Dach behandelt, sich regelmäßig engmaschig auch medizinisch untersuchen lässt und vorbeugende Maßnahmen entsprechend angeht. Sodass ich Ihnen als Quintessenz für heute mit nach Hause geben kann, aktiv ein Leben lang. Und mir ist nochmal wichtig, hier auch zu betonen, nicht zu verkrampft. Ganz entspannt an die Sache rangehen. Sie haben gesehen, Stress ist ein Faktor. Entspannt und mit Lebensfreude. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Ich hoffe, der Vortrag hat Ihnen gefallen. Haben Sie Fragen? Melden Sie sich gerne unter der angegebenen Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Tschüss und auf Wiedersehen.